Ach so, es geht schon los. Oh mein Gott. Okay, willkommen zurück zu Super Mario 64. War gerade irgendwie... Ich wusste gar nicht schon, dass ich auf Start gedrückt habe. Sehe ich da unten 17 Sekunden? Okay, fail. Das wird vielleicht auch ein Epic sehen. Mal gucken. Und zwar gehen wir heute in einen Kurs, wo wir schon Ewigkeiten nicht mehr drin waren. Und zwar in dem da. Da waren wir schon lange nicht mehr drin. Bringe Licht in die Pyramide. Ich glaube, wir müssen in die Pyramide rein. Kann das sein? Und ich sehe schon, dass einige 8 rote Münzen echt scheiße versteckt sind. Einige. Okay. Okay, okay, okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ja. Das kommt mal davon, wenn man nicht springt, Leute. Das kommt davon, wenn man nicht springt. Schön. Game over. Oh, Gott. So. Irgendwie habe ich keine Lust auf den Kurs da unten, aber wir müssen ihn auch irgendwann machen, wenn wir die 100% wollen. Ich finde irgendwie, das ist der nervigste Kurs im Spiel. Ich mag den irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich mag den Kurs einfach nicht. Also meiner Meinung nach. Ihr könnt ja alle eine andere Meinung haben. Schreibt es mal in die Kommentare, was ist eurer Meinung? Der mieseste Kurs in Super Mario 64. Meiner Meinung ist es der hier. Der fuckt einfach ab. Oh, guck mal. Zum Beispiel, das ist wieder ein Beweis, wie asozial die Entwickler sind. Wenn ich das sehe... Und vor allem, wie tödlich diese rote Münze ist. Also ich glaube, wenn ich das jetzt nicht gefunden hätte, wäre ich vollkommen ausgerastet, wenn wir jetzt bei der 100-Münze-Mission gewesen wären. Ja? Also, echt. Was hat sich Nintendo bei der roten Münze gedacht? Ernsthaft? Okay. So, ab jetzt muss man aufpassen. Warum? Ich war doch in der Lücke. Okay. Im letzten Part bin ich ja voller Mutigkeit gesprungen. Diesmal habe ich irgendwie mehr Schiss. Und gehe die regulären Wege. Oh ja. Ja, das habe ich kommen sehen. Und da ist noch ein geiler Klepto. Was? Ich habe... Wie geht das denn? Ich habe die Münze verfehlt. Ich wollte mich heilen. So, warte, jetzt mal kurze Frage an das Spiel. Sterbe ich in dem Sand? Ja. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Der Kurs ist mega beschi... Was wollen... Ach so. Sterbe ich hier? Nein. Hier fliege ich. Da oben ist ein Stern. Was geht ab? Ist das jetzt, bringe Licht in die Pyramide? Alter, bitte. Dann ist der so einfach. Dann ist der so einfach. Außer der Weg... Das war wirklich das Knappeste im Let's Play. Ich bin doch so gut wie runtergefallen. Dann, dank des Feuers kann ich da noch hoch... Fick dich! Ah! Mann, ist der Kurs scheiße. Aber ich könnte auch die rote Cap mal benutzen.
Obwohl, nee. Ich geh regulär hoch. Ich will dich nicht. Mann. Alter, bist du jetzt ernsthaft zu dumm, um diese Scheißkiste da zu nehmen? Bist du so dumm? Ich hab dich was gefragt, ob du so dumm bist. Ich glaub schon. Okay, danke. Was war das jetzt für ein Bug? Warum sterbe ich da? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe aus Versehen auf Save Loaded gedrückt. Warte, ich will was ausprobieren. Und zwar, ob ich mit der roten Cap da hoch kann. Bestimmt. Ach Leute, ich bringe mich um, um wieder fair zu sein. Ich habe ja den Safe geladen. Ich bin wieder fair und bringe mich um. Oder weißt du was? Ich gehe auf ein. Ich mache jetzt so, dass ich nicht safen kann. Habe ich so eingestellt, dass ich auf einen gar keinen Speicherblock bin. Okay. Okay. Ich habe jetzt so eingestellt, dass es nicht mehr geht. Dass ich auf Speicherblock 0 bin. Oder so. Keine Ahnung. So, hui. In dem Sand sterbe ich, in dem Sand sterbe ich. So. Und los geht's. Spaß hoch 3. Lass mich in Ruhe. Ernsthaft. Du bist irgendwie langweilig. Ich traue mich jetzt nicht darüber zu springen. Fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein ganz mieses Problem. Außer... Hier ist Wasser. Yes. Och, weil... Ey, du bist so ein Assi. Du scheiß Klepto, ey. Du verdammter Bananen-Eater. Okay, da war... Ja, was ist das denn? Okay. Ich möchte da hoch. Genau hierhin. Ich wollte die rote Cap nicht aktivieren. Und jetzt... Sind wir echt die geilsten? Oh nee, wir sind doch nicht geil. Aber es geht. Alter. Ich gehe jetzt auf Risiko. Nein, ich wäre beinahe hochge... Fuck. Oh Gott, das ist anstrengend. Der Kurs ist kacke. Wir sehen uns gleich. So. Ich gehe den regulären Weg. Ist mir jetzt zu doof. Dass wir uns wieder 8 Minuten bei so einer Scheißmission aufhalten. Yes. Oh Gott, ey. Ich lade den Safe. Ist mir scheißegal. Ist mir jetzt so egal. Aber ich hasse das. Dann dauert das zu lange und dann ist der Part wieder so lang. Oder wir machen es auch so. Würdest du bitte? Ey, ich war doch schon drauf. Was willst du? Yes. Mit ein bisschen, mit ganz bisschen Skill kommt man da hoch. Okay. Das war's heute für den Kurs. Ich gehe weg von dem. Und zwar gehen wir heute wieder in den geilen Feuerkurs. Beschließe ich jetzt einfach mal so. Tanze auf dem... Oh, ich weiß, was das für ein Stern ist. Hier gibt es nämlich einen Baumstamm. Den haben wir im... Keine Ahnung, in welchem. Wir haben den auf jeden Fall in einem Part schon mal gesehen. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß, was wir machen müssen. Und zwar müssen wir... erstmal perfekt springen.
Zum einen und zum anderen müssen wir... Bitte nicht sterben. Ja. Ich hasse das. Mann! Warum ist das Spiel so anstrengend? Warum habe ich im Bild noch getreten? Was war das denn? So weiß ich, was auf dem Baumstamm tanzen bedeuten soll. Ich dachte, diese Mini-Stäbchen wären dann halt diese Baumstämme. Aber tanzen auf dem Baumstamm ist was komplett anderes. Zwar vermute ich, ich habe eine sehr starke Vermutung, dass wir Folgendes machen müssen. Alter, war das knapp. Warum hältst du dich auch nicht da fest, du Bastard? Zum einen muss ich erstmal wissen... Ah, das ist hier, okay. Ja. Okay. Genau dieser Baumstamm. Auf dem müssen wir nämlich tanzen und dann zum Stern kommen. Vermute ich. Oh Gott. Andere Richtung müssen wir tanzen. Oh Gott. Alter. Oh Gott, okay, okay. Also wenn das jetzt nicht richtig ist, was ist denn hier? Yes. War richtig. Wir haben 60 Sterne, Leute. Wir haben 60. Das heißt, wir haben die Hälfte hinter uns. Wir sind, glaube ich, im 19. Part und haben erst die Hälfte hinter uns. Oh Gott, das kann ein langes Let's Play werden. Wird bestimmt mein längstes in der Zeit. Super Mario... Super Mario Bros. 3 war ja nicht so lang. Gewinne im Vulkan an Höhe. Und ich habe auch schon eine Vermutung. Ist es der 6. Stern? Dann sind wir fertig mit dem Kurs. Alter. Und zwar sage ich euch jetzt, hackt mich tot, aber ich habe nie Super Mario 64 zu 100% gespielt. Die DS-Version auch nicht. Mein Rekord war irgendwie habe ich manchmal noch ein paar Sterne geholt. Irgendwie 110 hatte ich am Ende. Aber ich habe es nie zu 100% gespielt, weil ich nicht wusste, dass es die 100 Münzensterne gibt. Ja. So, und an Höhe gewinnen tun wir genau, wenn wir in die Lava springen. Aber ich glaube, an Höhe gewinnen tun wir genau mit dem... Oh mein Gott. Damit. Ist meine Vermutung. Ich glaube, ich liege damit richtig. Okay. Oh man. Oh Gott. Das war knapp. Muss ich mich da dran hangeln? Warte, muss ich mich da dran hangeln? Anscheinend, oder? Ja. Ja, da ist das Ding runtergefallen. Oh man. Was zum... was war das jetzt? Was war das? Alter, was war das? Okay. Ah, ich respawne hier. Wie gut. Okay. Diesmal mit vollem Leben. Das vorhin war Betrug. Und ich konnte jetzt nicht sehen, ob das jetzt der letzte Stern ist oder nicht. Aber ich mache es im Nachhinein. Kommt drauf an, wie lange ich jetzt für diesen Stern brauchen werde. Dann, das könnte auch der letzte Stern für diesen Part sein. Ich glaube, das ist der auch. Ich setze hier mal ein Safe zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Und ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe. Denn ansonsten müsste ich mich jetzt, glaube ich, sogar... Bist du zu dumm, um da drauf zu stehen?
Sollst doch nun Tritts machen. Ey, der ist ernsthaft zu dumm. Das hat eben super geklappt. Danke. Danke. Okay, ich muss mich da dran hangeln. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Ja, was zum Teufel? Nein. Ich muss erstmal gucken, weil wenn mich das Ding vom hier trifft, so. Ich spring immer drüber, das ist doch Betrug. Ey, warum trifft mich das Ding denn? Mann! Ah, oh, ich könnte wieder ausrasten. Es reicht. Das Spiel sackt manchmal. Warum trifft mich die... Ey, das ist doch so hart, das ist doch, ey... Alter! Mann! Ey, das ist doch viel zu asozial, dass mich das Ding da... Ist der zu dumm, um das ist diese Insel da. Alter, triff mich noch nicht, ey. Das ist so schwer, die Stelle. Das ist richtig hart. Alter! Mann! Das hätten sie ernsthaft weglassen können. Mit dem, dass er mich trifft. Und dass ich auch wirklich da immer da drüber springe. Es ist unfassbar. Unfassbar! So, und dann so, und dann... Ja. Ey, wenn ich das ohne Saves spielen müsste, Alter, das wäre viel zu schwierig. Ernsthaft. Ey, wie dumm ist das denn? Ich fühle mich wie ein Kaizo Mario 64. Jetzt gerade. Da fühle ich mich schon etwas... Alter, geh doch da drauf. Ich bin froh, dass ich ein Safe State gesetzt habe. Das ist richtig asozial, die Stelle. Nein. Nein, warum springst du denn daneben? Ich setze danach kein Safe, weil ich möchte ja ohne Saves eigentlich spielen. Eigentlich. Ey, wie schwer ist denn das bitte? Kamera, mach mal gut hier. Ja, das ist noch beschissener. Ey, wie asozial ist das denn bitte? Ja, genau so. Und da ist der Stern. Oh mein Gott. Nein! Ich save danach nicht mehr. Also ich möchte das echt noch. Aber komm, das ist wirklich richtig asozial, Leute. Ey, wenn ich ohne Save spielen würde, das würde uns beiden keinen Spaß machen. Euch nicht und mir auch nicht. Ey, ich kotze. Mann, warum habe ich eben nicht gesaved? Weil ich es nicht will. Mann! Ey, das macht so aggro. Es macht einfach so aggro. Ey, Mann. Das kann, das, die Stelle können sie doch nicht ernst meinen, ey. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie ich springen muss. Ist so richtig? Okay, so ist richtig. Nein. Okay.
Alter, ist das scheiße. Yes! Und mit diesem wieder alter Fuck-Part. Moment mal, ich muss jetzt gucken, ob das wirklich der letzte Kurs war. So. War es der letzte? Ja, wir haben alle Sterne im Kurs 7. Bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.